Ja, und zum herzlichen Willkommen zurück zum American Truck Simulator. Weiter geht's hier mit einem Peterbilt und einem Traktor von Santa Maria nach Huron. Hier in Kalifornien. Dann sind wir so ein bisschen auf dem halben Weg nach San Francisco, Oakland. Beim Update 1.50 Beta kamen wir noch zwei Städte hinzu, also San Jose und Modesto, glaube ich, wenn ich da richtig bin. Bei der Überarbeitung von Kalifornien. Die besuchen wir sicherlich auch noch. Vielleicht beim nächsten von Huron so hier runter nach San Francisco oder Oakland mal schauen. Oder auch vielleicht von Santa Maria hier an der 1 entlang. Werden wir dann sehen. Heute dachte ich mir mal, da wir eben einen älteren Peterbilt fahren, habe ich mal die Haarschaltung aktiviert. Mal schauen, ob ich es noch kann. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht im Spiel. Von daher ja, let's go. So, nochmal. Let's go. Das hört sich schon gut an. Wie schön die Kupplung schleifen habe. Lassen. Ich habe hier einen Schalter von Fanatec. Turn right. Also leider nichts mit einem Splitter dran. Von daher kann ich die Gänge leider nicht unbedingt so gut splitten wie in echt. Und daher überspringen wir halt ziemlich viele Gänge, aber das sollte gehen, weil die Ladung ja nicht zu schwer ist. Get ready to turn right. Ich muss da auch ein bisschen schauen wegen dem Mikro, dass ich da nicht die ganze Zeit rankomme. Nicht eine Vollbremsung mache. Truck sieht man die Geschwindigkeit immer nicht so gut von weitem weg, also von der Weite her vom Monitor. Was immer wieder ein bisschen schwierig ist zu sehen, wie schnell man dann wirklich fährt. Also weder die Anzeige in der Mitte noch die Nadel erkenne ich sehr gut von hier. Aber trotzdem sollte das irgendwie gehen. Wieder heller.
Einen Plan hatte ich auch, euch alle hier zu überholen. Und jetzt geht's bergab, von daher machen wir das. Links ist auch schon wieder was los. Okay, sieht gut aus. Und bloß aufpassen, dass man nicht plötzlich abbiegen muss. Eine Abfahrt nehmen muss. Sonst wäre es ein bisschen doof. Na komm, den kriegen wir doch noch. Wie man sieht, läuft das Spiel jetzt ein bisschen flüssiger. Diese Frame Drops sind weg. Oder besser gesagt, Spikes. Ich habe mal alle Monster aktiviert. Das war offensichtlich wirklich ausschlaggebend bei der Beta. Schade, die Frames kann ich gerade nicht anzeigen lassen. Hätte mich jetzt interessiert. Es kommt auch schon wieder was. Eine Baustelle, glaube ich. Muss fast auf Null geht. Weil sie es wieder mal nicht gebacken kriegen. Nicht da richtig einzuordnen. Sorry, das ist mir zu doof, jetzt hier jemanden reinzulassen. Wenn sie es nicht hinkriegen, dann ist es nicht mein Problem. Wieder das gleiche. Exit right. Ah, die Abfahrt ist gesperrt. Shit. Rerouting. Dabei habe ich das doch runtergestellt. Jetzt müssen wir schon wieder eine Umleitung fahren wie letztes Mal. Doof. Leider ziemlich weit. Ich hoffe, dass wir auf der anderen Seite dann runterkommen. Sonst haben wir ein Problem. Aber es sieht schön aus hier mit diesen Feldern. Rechts und links.
Junge, Junge. In so einer kleinen Baustelle staut sich das so unglaublich fest. Wird toll geworden im Mercedes. Keep left and then turn left. Turn left. Wieder auf Kurs, mehr oder weniger. Jetzt wieder die gleiche Strecke zurück bis zur Abfahrt, die auf dieser Seite hoffentlich nicht auch gesperrt ist, sonst wäre es ziemlich doof. Aber ich denke mal nicht, dass das der Fall ist. Schon wieder ein Speeding-Ticket auf uns warten, wenn ich so weitermache. Keep right and then exit right. Okay, von dieser Seite aus war es jetzt einiges kürzer, irgendwie weird. Get ready to turn left.
Keep right. So, jetzt sind wir auf Track. Abfahrt war jetzt, glaube ich, gerönt, wie es aussieht. Go straight. Schon ein schöner Truck. Wir haben ja schon was, diese alten Trucks. Aber vom Interieur und den ganzen Gauges gefallen mir die neuen schon ein bisschen besser. Aber ich bin halt auch ein bisschen Technik-Freak. Und der gerne neue Technik hat. Jetzt müsste ich die Gänge splitten können, aber das geht jetzt leider gerade nicht. Aber geht ja trotzdem irgendwie halbwegs. Ah, shit. Hört die sich nicht gut an. Spannend, ein paar Trucks haben entweder den Retarder nicht oder die Motorbremse. Also hier macht jetzt die Motorbremse gar nichts. Sieht so wieder ein bisschen aus, als ob es gleich regnen würde im Spiel. Sich langsam das Wetter wieder ein bisschen zuzieht. Meilen, dann sind wir da. Wie gesagt, wir fahren ja ein bisschen weiter als Huron selbst, also die Stadt. Nämlich irgendwo zu einem Bauernhof da draußen, zu einer Farm. Hab ich ein bisschen spät gesehen, das Ganze hier. Get ready to turn right. Auffahrten hatten wir bisher Glück, dass niemand genau neben uns war. Sonst könnte es ein bisschen schwierig werden, da auf die Bahn zu kommen.
Keep right and then exit right. Exit right. Get ready to turn right. Turn right. Sind wir auch schon da? Auf dem Navi sieht man schon Keep das right, Ziel. Then continue straight. Go straight. Turn left. Bisschen zu schnell. This is where it ends. Ja, wir könnten ihn vielleicht hier auf dem Platz drehen, aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Kann man hier durchfahren? Sieht so aus. Machen wir das doch auch. Damit wir eigentlich parallel zu meinem Parkpunkt fahren können. Eigentlich bloß geradeaus rückwärts reinzufahren. Schöne Farm hier. Sieht man auch mal diese Soft Particles, die neu im Spiel sind. Sieht schon alles ein bisschen besser aus. Okay, ganz links. Knapp den Stuhl verfehlt. Ne? Ziemlich nah auf dieser Seite eigentlich. Perfekt.
So, ich mache da kurz noch ein Foto. So, sorry dafür. Muss aber sein. Sieht ziemlich schön aus. Dann laden wir mal das Ganze ab. Wieder ein bisschen mehr gefahren, als eigentlich geplant war. Wegen der Umleitung. Fast Level 7. Sehr gut. Und wieder 5000 mehr. California Dreamers 622. 70.000 haben wir die nun. Hört sich gut an. Können wir irgendwann mal schauen wegen gebraucht LKW. Aber das vielleicht erst nach dem nächsten Auftrag. Mal schauen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Hier beim American Truck Simulator. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.